So, ein wunderschön. Achso, das könnte schon sein, dass meine Kamera noch nicht läuft. Nee, echt nicht. Warte. Perfekt. So, ja, eine kleine Zwischenstunde Aufnahme, beziehungsweise es wird wahrscheinlich einfach eine reguläre Folge, die kürzer wird. Und ja, bei offener Tür. Ich hoffe mal, der Hund nervt nicht. Aber es muss halt sein, mit den Temperaturen geht nicht anders. Was ich zeigen wollte. Wie gesagt, die Aufnahme wird relativ kurz. Ich werde also keine Musik anmachen. Ist mir einfach gerade alles zu irrelevant. Mir ist aufgefallen, ja, wir hätten quasi bloß ein bisschen weiterspielen brauchen, weil ich ging davon aus, wie gesagt, die Heroes kommen, sobald man Level 139 verlässt und nicht, sobald man den Boss bei 140 schafft. Das heißt also, in dem Moment, wo wir den Boss bei 135 geschafft hatten, hätten wir einfach nur warten müssen, bis wir bei dem Boss bei 140 an der Haustür klingeln und hätten schon unsere Söldner haben können. Ja. Dumm gelaufen. Das heißt also, dadurch, dass ich jetzt hier, also, ich hab noch gar nichts gemacht, ich habe absolut nichts gemacht, ist einfach genauso wie wir heute früh aufgehört haben, ist einfach nur idle gewesen jetzt die ganze Zeit. Und ja, wir haben jetzt schon die Söldner. Weil wir jetzt praktisch schon Level 140 freigeschalten haben und damit Level 139 verlassen haben und bei dem Übergang von 139 in Level 140 bekommt man die Söldner. Und um die jetzt endgültig zu bekommen, muss man jetzt aber halt noch ein Reborn machen. Dadurch, dass mir hier alles andere jetzt gerade sowas von irrelevant ist, machen wir das an der Stelle auch gleich. Ich guck mal nochmal ganz kurz. Am Anfang, wenn man relativ wenig Heldenseelen hat, dann bringt es auch nochmal seine eigenen Dinger hoch zu leveln, weil man bekommt für die Level, die man den Typen gibt, auch noch, ich weiß gar nicht, wie der Faktor ist, hier steht das, genau, alle 2000 Level bekommt man eine Heldenseele dazu. Das heißt also, wenn wir praktisch die hier alle hochleveln, noch ein Stückel, dann bekommen wir damit gut Heldenseelen. Was mir persönlich halt extrem lieb ist. Ich glaube, das war's jetzt auch schon. Wie viel bekommen wir? Naja. 5 Heldenseelen dazu. Okay, egal. Ist alles egal. So, mal gucken. Wir bekommen insgesamt 13 Heldenseelen. Das ist geil. Das heißt, ja, einmal Reborn. Bam! Und Erfolg, einmal Wiedergeburt. Juhu! Wir haben. Ich hab Fenstermodus, warum auch immer. So. Genau. Wir beginnen quasi wieder von vorne. Haben jetzt aber die Söldner. Und das allererste, was wir machen, ist Questbeginn. Und hier steht ein Rubin in 24 Stunden. Also halt also auch die Chance ist tatsächlich kleiner. Wow. Wir werden halt einfach so ewig brauchen. Deswegen machen wir zuerst weitere Söldner. Bam. Und ich werde in 8 Stunden, da wird die nächste Aufnahme noch nicht dran sein. Obwohl, doch, heute was hin. Okay. Heißt also, bei der heute Abendaufnahme haben wir da schon 2 Söldner und die schicken wir dann auch wieder jeweils auf Reisen, um noch einen Söldner zu bekommen. Heißt also, wir haben dann heute Abend schon 4 Söldner und 5 Söldner kann man maximal haben. Das heißt also, morgen früh werden wir dann auch wieder ein auf Reisen schicken, um 2 zu bekommen. Damit haben wir dann schon mal 5 Söldner. Und die anderen 3, die können wir dann auf die ersten Rubin-Missionen bringen. Das war gerade Schwachsinn. Ja. Aber wir haben jetzt schon 3 Heldenseelen. Das heißt also, ich kann jetzt schon mal mächtig gut hier unseren Freund, da ist er doch, Mann, den hier hochleveln. Level 3. Yay. So, wir haben noch 5 übrig, der braucht 8, das geht also nicht. Da gucken wir mal noch, was wir noch so machen können. 20% Klickschaden kann man machen, mal gucken, was wir noch so haben. Gold vom Monster sind inaktiv. Schaden für kritisches, nee, das ist 30% mehr Schaden, das bringt gar nichts. Ich bin tatsächlich, so viel wie wir idlen, bin ich tatsächlich eher überlegt, schon einen von den beiden hier mit ins Boot zu holen. Vielleicht auch tatsächlich beide.
Der wirft mir vielleicht erstmal am wichtigsten und dann mal gucken, was wir noch so haben. Ja, plus 5% Gold bringt uns erstmal gar nichts. Der bekommt zwar später mehr, aber so viel Heldenseelen haben wir gar nicht. Von daher wird es wahrscheinlich doch eher er. Oh, wir können die Kämme beschwören, weil die schon so teuer werden. Gut, das war's dann. Okay, dann stecken wir lieber noch hier zwei Heldenseelen rein. Bup, und dann haben wir noch eine Heldenseele. Mit der haben wir also 10% mehr Schaden. Das ja, spiegelt unserem eigenen Schaden ganz doll wieder. Und wir können jetzt gleich von Anfang an hier Auto-Forwarding benutzen, weil sobald das einmal freigeschalten ist, bleibt das auch freigeschalten, egal ob wir Ascension, Transcension machen oder whatever. In dem Sinne würde ich mal sagen, wir klatschen hier mal ein paar Viecher weg. Warum haben wir jetzt schon Schaden von 15? Ach ja, wegen den Dinger hier. Da haben wir garantiert irgendwo, dass wir ordentlich Damage dazu geben. Plus eine Heldenseele, ja, sehr gut. Genau, plus 1 Klickschaden, plus 4 Klickschaden, plus 14 Klickschaden und damit haben wir dann unsere 15. Perfekt. Seht ihr, so schnell kann das gehen. Deswegen, ab der ersten Ascension wird es halt auch schneller. Zumal wir jetzt halt auch unsere schöne Kombo haben. Das ist schon ganz geil. So, den Boss bei Level 5 erledigen wir halt, ja. Ist ein Witz, quasi. Wow. Geh mal raus hier. Das Problem ist halt, dass Flash-Game halt immer Single-Threaded sind. Heißt also, dem juckt es ein Witz, dass ich den 4-Kerner habe. Da könnte ich auch mit einem AMD Ryzen stehen, der 32-Kerner hat. Das ist halt... Ich verstehe das nicht. Vielleicht ist das so kacke. Aber gut, war halt lange Zeit Stand of the Art, was soll man da machen. Mittlerweile könnte man das Ganze hier auch in HTML5 programmieren. Ich weiß gerade gar nicht, ich lehne mich einfach mal aus dem Fenster, aber ich glaube mal, die meisten Browser, weil HTML5 wird nicht bei einem Plugin, also HTML5 braucht halt kein Plugin, sondern wird halt direkt vom Browser gerendert. Und ich wage mich mal aus dem Fenster zu lehnen, aber glaube, kann sowohl Firefox als auch Chrome und Chromium HTML5 Multithreaded rendern. Das heißt also, wenn das Spiel hier in HTML5 geschrieben wäre, dann hätten wir einmal mehr Performance, weil HTML5 erstens an sich schon performanter ist als Flash Game. Und dann hätten wir noch mal mehr Performance, weil HTML5 alle Threads, also alle CPU-Kerne benutzen würde. Ja. So, dann gönnen wir die hier nochmal ein paar Level. Warum haben wir schon das erste freigeschalten? Achso. Ja, stimmt ja. Alles gut. Ja, Kit bringt halt jetzt erstmal gar nichts. Deswegen lasse ich den jetzt erstmal außen vor, solange bis wir den hier auf ein brauchbares Level haben. Da können wir den immer noch hochziehen. Und seht ihr, jetzt haben wir schon 16 wegen dem Bonus hier. Das ist ganz geil. Ach, warte ich nochmal doch, Kit hier. Easy. Jetzt haben wir schon 41. Das geht ja schon ganz schön gut hier. Den nächsten Bus kriegen wir auch gleich noch mit. So muss das doch laufen. Wie viel Prozent haben wir jetzt eigentlich beim Idlen? Wir haben derzeit 50%, naja. Ja, wie gesagt, ist halt das, was ich meinte am Anfang, die bringen halt nichts. Also effektiv gesehen bringen die gar nichts. Deswegen nehme ich persönlich die auch immer erst dann ins Boot, wenn ich den halt auf mindestens Level 100 habe und die damit auch mindestens Level 100 bekomme. Weil dann fangen die überhaupt erst an zu ziehen. Ja? Davor ist das eher so, ja, ist ja schön und gut, aber es ist auch nicht gerade die Welt, ne? So, haben wir schon den hier ins Boot. Warum sind Bosse so schwer? Beziehungsweise nicht schwer, aber dauern halt lange. Na komm mal rein.
Danke dafür. Vor allem das Schöne ist halt, jetzt müssen wir hier nicht immer weiterklicken, weil wir haben endlich Out-Forwarding. Das ist so viel erleichternder, Rara. Jetzt kannst du wirklich einfach in Ruhe klicken und musst dich nicht darauf konzentrieren. Das ist schon ganz cool. Und ich weiß nicht, aber ich glaube mal, während ich idle, also während ich hier im Game weiterspiele, werde ich aber Auto-Forwarding deaktivieren. Das heißt also, ja. Damit ich da nicht unnötig weiter level. Andererseits, eigentlich bis Level 100 kennt ihr ja alles. So, der würde 81 Schaden geben. Das bringt uns herzlich wenig, sondern ich würde lieber hierauf gehen. Weil mit dem Klick sind wir definitiv schneller als er hier mit dem komischen Dinger. Zumal wir uns gleich auch das Upgrade hier leisten können. Achso, brauchen wir noch 5 Level. 1, 2, 3, 4, 5. Bam. So. Jetzt haben wir schon mehr Schaden, als unsere Helden jemals machen könnten. War ja ganz am Anfang genauso. Das ist am Anfang nicht schwer. Am Anfang sind wir halt komplett überlegen, weil wir haben Klickschaden, der genauso hoch ist wie Schaden pro Sekunde. Aber wir können halt mehrmals pro Sekunde klicken. Das heißt, wir vermöbeln hier quasi einfach alleine mit unserer Faust einfach alles und jeden. Ist schon ganz geil. Können wir schon machen. That is funny. Ich versuche einfach nur hier möglichst hohe Monster schon freizuschalten, damit wir dann, oder damit ich dann, während ich idle, schon mal einen schönen hohen Monster hochskillen kann. Ja. Das wäre mir Liebchen. Auf jeden Fall sind wir damit endlich mal auf einem guten Weg. Vor allem jetzt, dadurch, dass wir jetzt Ascended haben, kann ich jetzt auch wieder auf Bienchenjagd gehen. Heißt also, ich werde jetzt heute den ganzen Tag nur Bienchen sammeln. Ich hoffe, ich klappe hier nicht dabei ab. Ich meine, ich nebenbei werde sowieso heute bei dem Wetter einfach nur Let's Play von Gronkh angucken. Und das ist halt absolut ideal, weil da kann man halt wunderschön einfach mal zwischen den Tabs wechseln hier. So, wow, das hier meine ich doch. So, zwischen Tabs wechseln. Und dann ist halt, wenn das jetzt hier das Video von Gronkh wäre, bab, kann ich einfach nur einmal rumklicken, guckt Vogel da, nein, kann ich direkt weiter gucken. Oder wenn da ist, einfach raufklicken, weiter gucken. Deswegen ist das eigentlich immer super geil, wenn man hier irgendwelche Videos guckt, einfach mal ab und zu ein bisschen wechseln, das ist absolut geil. Ansonsten würde ich das nämlich auch nicht machen. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Gut, für den brauchen wir 4000. Haben wir auch bald zusammen. Andererseits sollte ich langsam wirklich anfangen, ein bisschen Monster zu beschwören, weil so schaffen wir den Boss bei Level 15 nicht. Das bezweifle ich dann doch relativ stark, weil wir haben leider natürlich wieder alle 4 verloren, klar. Das muss man sich jedes Mal neu beschaffen. Ist halt so, kann man nichts machen. Da kommen noch 800 Taler, das kriegen wir doch hin. Das wäre doch gewitzt, wäre doch gelacht. Vor allem macht auch kaum Schaden. Aber egal, wie gesagt, dafür kann ich den dann hochleveln. Das bringt uns dann heute Abend definitiv weiter. Wie gesagt, die Aufnahme hier, die ist jetzt ein bisschen verfrüht, es ist gerade mal 11:30 Uhr. Das heißt also, bis zur nächsten Aufnahme habe ich mehr als 8 Stunden. 8,5 Stunden. Von daher wird er schön idlen können, beziehungsweise ich halt erstmal schön farmen können. Gut, kriegen wir jetzt auf keinen Fall. Das heißt also, ich kaufe doch mal den hier. Oh, das ist auch schon der Boss. Ha! Ist ja lol. Nee, schaffen wir noch nicht. Da schaffen wir nicht. Aber wir können jetzt schon wieder einfach eigentlich quasi idlen lassen. Beziehungsweise ich gönne mir noch mal ein paar Level von unserem Typen her. Level 50, ja, sehr nett.
Aber wisst ihr was, hier kommen. Ach, ist bereits der Bus. Oh, ist der Bus schon wieder da? Ach, weil ich Autofahrer, den ich noch drin habe, ja klar. Das ist natürlich funny. Gut, den Bus schaffen wir tatsächlich. Ist doch ganz geil. Na, würde ich mal sagen, mit Level 120 mache ich noch. Quatsch! Bis 120, klar. Bis Level 20 machen wir noch und dann ja, höre ich mit der Aufnahme auch schon wieder auf. Wow! Wow! Ja, wie gesagt, jetzt bringt es tatsächlich den hier hoch zu leveln, weil also leider nur bis ein gewissen Level, danach bringt es ja auch nichts mehr. Danach bringt dann diese Upgrades hier unten mehr, wo wir praktisch prozentual Schaden dazu bekommen. Aber halt gerade jetzt am Anfang, in den ersten Levels, bringt das halt doch am meisten. Ja. Wobei es auch schon langsam anfängt, eine mächtige Differenz zu bilden. Naja, naja. Achso, wichtig ist, diese Combo wirkt sich natürlich nicht nur auf unseren Klickschaden aus, sondern wie gesagt, ist für beides. Ja. Beziehungsweise, ich weiß gar nicht, eigentlich ist es nur. Ne, doch, es ist für beides. Man merkt ja hier auch, wie langsam diese Zahlen immer weiter hochgehen. Bam, bam, bam. Ja, 535, 531. Deswegen, das merkt man halt, geht halt relativ schnell hoch. Weil wir jetzt halt wirklich schon pro Klick 0,03% dazu haben. Und deswegen freue ich mich schon, weil ab Level 100 sind total halt schon 1% pro Klick. Halt also nach 100 Klicks haben wir bereits den doppelten Schaden. Sowohl wir selber als auch unsere Clique. Also ich habe sowieso immer einen Schaden von über 9000. Ja. Ach, Mann, Alter. Ja, von daher würde ich mal sagen, das geht so schon ganz gut. Vielleicht kriegen wir doch noch unsere 20.000 voll. Da könnte ich doch noch den nächsten holen hier. Unsere nette Betty. Umso besser die sind, umso besser kann ich skillen. Das wäre mir halt ganz lieb, damit wir dann heute Nachmittag, heute Abend, dann gleich instant richtig weitermachen können hier. Können wir richtig hart auf die Fresse hauen und kommen wieder relativ schnell wieder bis Level 100. Wie gesagt, ab der zweiten Ascension geht das relativ ratzfatz. Vor allem bin ich froh, dass wir Level 130 so schön glimpflich geschafft haben, weil ich weiß nicht, ob es immer noch aktuell ist, aber früher galt Level 130 so als Breaker. Da haben sich die meisten Spieler zuallererst aufgehangen. Und wir haben Level 130 tatsächlich relativ glimpflich gemeistert. So. Muss man auch mal so dazu sagen, ne? Na komm, noch 10.000 schaffe ich auch locker und dann höre ich auf. Dann mache ich wieder Feierabend. Mir wird mich jetzt schon wieder warm. Wollte ich natürlich, wenn ich hier Aufnahme mache, mit T-Shirt natürlich da sitzen möchte, klar. Ich möchte euch ja nicht meinen blößten Körper zeigen müssen. Wollt ihr nicht sehen. Wollt ihr nicht sehen. Ich glaube, für euch ist schon allein mein Gesicht zu viel. Babyface. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Naja. Na komm, noch ein bisschen. Wenn wir das Ding hier kaufen können, dann können wir auch schon den Boss bei Level 20 erledigen. Ist ja hier. Von der Stärke her könntest du fast hinhauen. Ja, doch 1600. Da kriegen wir locker voll auf die Fresse. Nicht wir, sondern der Boss. Wäre schön, wenn wir auf die Fresse bekommen. Kann sein. Ich weiß nicht, um wie viel stärker die werden. Siehst du, was wir als allererstes mal machen können, ist natürlich mal speichern, ne? Jetzt nach der ersten Ascension. Wäre das halt ultra wichtig. Bam. Easy. Auch wenn wir gleich eh nochmal speichern. Aber nicht bevor ich das vergesse und dann hier der dritte Weltkrieg ausbricht.
Das wäre ja nicht so schön, wäre das nicht, ne? Tja, vor allem das Traurige ist denn, sobald der denn da ist, macht dann mein Klickschaden prozentual gesehen gar keinen Schaden mehr. Da klicke ich dann quasi bloß noch, um die Combo hier zu verstärken. Heißt also, ich klicke quasi nicht um direkt zu klicken, sondern um, damit mein Team stärker wird. Eigentlich auch ganz witzig. So, jetzt haben wir alle gekauft hier. Kann keiner meckern, dass wir irgendwelche Typen auslassen. Ich weiß auch gerade gar nicht, wir machen gerade gar keine kritischen Treffer, kann das sein? Irgendwie scheint mir das so. Als wenn wir hier keine kritischen Treffer machen. Hm. Haben wir noch keinen kritischen Treffer? Doch. Ah, nee, doch. 0%. Das heißt also, das kommt immer erst. Ich dachte, das ist von Anfang an da. Leute. Interessant. Interessant. Wahrscheinlich ist es ja einer von seinen Skills. Sollten die vielleicht doch mal ein bisschen hochleveln, ne? Boah, echt dieses Flackern. Pop. Pop. Hm. Erhöht auch nur Klickschaden. Naja. Yay, der Boss! Oh, das schaffen wir gar nicht. Nee, das schaffen wir nicht. Na gut, okay, dann höre ich an der Stelle auch auf. Bapp, einmal raus, einmal du. Dann tue ich hier danach weiterfarben und ihr seht mich dann in der nächsten Folge wieder. Schaut mit V.